Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Expertentalk. Und heute habe ich für Sie eine ganz spannende Geschichte, und zwar eine Methode, ein Spiel. Spielerisch lernen ist ja mit das Motto bei Lernen der Zukunft. Wie es denn möglich ist, über ein einfaches, einfach wirkendes Kartenspiel, ein neues Kartenspiel, didaktisch klug erdacht, uns dabei helfen kann, interkulturelle Grenzen zu überschreiten, das andere Gegenüber besser zu verstehen, mit ihm besser zu kommunizieren, mit ihm besser zu arbeiten, schlicht aus unserer Welt ein bisschen rauszutreten in die Welt des Gegenübers, das vielleicht von der anderen Seite der Welt kommen mag, einzutauchen. Und dazu habe ich heute geladen einen Gast, und zwar einen aus Deutschland, und das ist der Michael Engelbrecht, seines Zeichens ein großer Didaktiker, sage ich jetzt mal, so wie ich ihn kennengelernt habe. Lieber Herr Engelbrecht, grüß Gott, seien Sie mir willkommen. Lernen in der Zukunft heißt Sie willkommen. Und Andreas. Ja, moin, wie man bei uns sagt aus Schleswig-Holstein. Oder moin, moin. Moin, moin. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Sehr schön. Geben Sie mir eine Minute. Wer ist Michael Engelbrecht? Warum sollen wir Ihnen zuhören? Gerne. Ich bin in den 80ern ins Studium gegangen für Skandinavistik und nordische Geschichte. Und da sagten viele, ach Mensch, Deutschland, Schweden, Skandinavien, das ist ja so ähnlich, da gibt es ja keine Unterschiede. Und ich merkte aber dann mit der Zeit, wie groß die Unterschiede sind. Dann bin ich in den 90ern an der Uni Kiel am Auslandsamt gewesen, und nebenbei habe ich an einer Privathochschule europäische Wiedervereinigung und Geschichte gelehrt und dann auch angefangen, interkulturelles Management zu lehren, und hatte viel mit Leuten aus aller Welt zu tun. Und seit 2000 bis zum letzten Jahr habe ich das Auslandsamt der Fachhochschule Westküste geleitet und da auch mit Leuten aus aller Welt zu tun gehabt und auch gerade auch für Touristiker interkulturelles Management gelehrt. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass man für andere Leute einfach einen kulturellen Hintergrund braucht, um mit ihnen reden zu können. Und so habe ich langsam aber sicher eine Methode entwickelt, wie man das relativ schnell schafft. Denn ich habe dann mich hingesetzt, diese Methode aufgeschrieben, und dann haben wir sie ausprobiert. Zuerst mit Deutschen, dann mit Leuten aus aller Welt, und wir haben gemerkt, es geht immer. Und inzwischen ist eben das Buch dazu entstanden. Und weil ich weiß, wie langweilig wissenschaftliche Bücher sein können, haben wir überlegt, wie können wir die Methode besser an den Mann bringen oder gehirngerechter. Genau, und da haben wir gesagt, ein Kartenspiel. Denn auch das habe ich durch Zufall entdeckt. Wir haben irgendwann mal angefangen, mit Karten eines großen Möbelherstellers zu spielen. Der hatte Karten mit schwedischen Motiven. Und es war super, weil wenn die Leute das zum ersten Mal in die Hand nahmen, dann konnte man erraten, welche Karten sie hatten, weil sie sagten, Mensch, Astrid Lindgren. Und schon wusste ich, der hat die Herzdame. Und so habe ich gemerkt, die Leute beschäftigen sich mit den Bildern auf den Karten während des Spiels. Und so haben wir dann die Methode auf die Spielkarten gebracht. Man kann damit pokern oder auch Quartett spielen und dabei automatisch den Sinn erfassen. Und das hilft. Okay, sehr schön, sehr schön. Wenn Sie jetzt eine Minute pitchen müssten bei einem, der investieren soll in Ihr Unternehmen, wie würden Sie in einer Minute den überzeugen, dass Ihre Karten genau die richtigen sind, um das zu lernen, dieses interkulturelle Kommunizieren? Ich würde ihn einfach fragen, in welchen Ländern er schon war und wo er Probleme mit dem Essen hatte. Und da wird er ganz viel erzählen, weil er überall Probleme mit dem Essen hatte, weil er nämlich nicht den kulturellen Hintergrund hatte, um das Essen richtig zu verstehen. Und wenn er das kulturell verstanden hätte, dann hätte ihm auch das Essen besser geschmeckt. Und auch und dieser vergorene Hering da, dieser... Ja, das ist das beste Beispiel, der vergorene Hering aus Schweden. Die Leute hatten im Winter einfach nichts zu essen. Und da war hoher Schnee. Und das Einzige, was sie hatten, war der Fisch, den sie im Sommer gefangen hatten. Und haben sie mal versucht, Fisch, wenn sie keinen Kühlschrank haben, dann können sie nur einsalzen oder trocknen oder aber vergären. Und wenn sie ihn vergären, haben sie auch gleichzeitig noch so eine leichte alkoholische Gärung dabei. Und dann macht er betrunken.
macht satt und außerdem durch die durch das Vergären dieses Sürströmming heißt das Zeug, ist er natürlich auch bakterienfrei. Das heißt, man kann ihn essen, ohne dass man da große Probleme hat. Während getrockneter Fisch, der kann ja durchaus, wenn er Feuchtigkeit kriegt, auch faulen. Und schon habe ich nichts mehr zu essen. Und das gibt es ja in vielen Gegenden, dass die Leute irgendwas irgendwie auf ganz ungewöhnliche Weise haltbar gemacht haben. Und wenn man weiß, warum, dann kann man das auch durchaus essen. Und die Schweden, wenn man mal dazu eingeladen war, die essen das mit sehr viel Schnaps und dann verträgt man das auch. Ach okay, also der Alkohol, der in dem Fisch da drinnen ist, wird dann nochmal runtergespült mit anderem Alkohol. Ja, ich weiß gar nicht, ob in dem Fisch selber so viel Alkohol ist. Das merkt man auch nicht, weil der derartig absonderlich schmeckt. Man ist einfach froh, wenn man dann ein Schnapsglas da hinterher kippen kann. Okay, kann gut sein. Ich kenne es nur aus Horrorgeschichten, die sind eigentlich in der Regel relativ entsetzt, ob des Geschmacks, ja. Ja, aber man sollte sich nicht täuschen, wenn man zu so einem Essen eingeladen wird, ist das eine große Ehre. Also da darf man fast gar nicht Nein sagen, oder? Nein, und das Schlimme ist, wenn dann die Dose geöffnet wird, das Zeug ist ja in einer Dose, wölbt sich auch schon und der Herr des Hauses oder die Dame des Hauses macht die dann auf. Und ich habe das einmal mitgemacht, da war auch der Sohn der Familie, der das zum ersten Mal mitmachte, der bekam diesen Geruch mit, sagte dann nur noch auf gut Schwedisch, der lukt da Krematorium, das muss man glaube ich gar nicht mehr übersetzen, nope. Und verschwand und wurde auch nicht mehr gesehen. Und wir als Gäste mussten dann essen. Mahlzeit, im Wortsinne. Ja, aber wirklich. Ja. Und aber abseits von solchen obskuren Situationen gibt es vielleicht auch, sagen wir mal so, wenn wir jetzt im Wirtschaftsleben unterwegs sind, im Unternehmen, wenn wir jetzt da vielleicht sogar einen High Potential hätten, der aus manch vielleicht asiatischem Land kommt, wenn es ein Inder ist oder so, wie ich mit dem besser arbeiten kann, auch solche Dinge sind in ihrem Kartenspiel möglich, oder? Natürlich, also wenn ich weiß, wie der andere kulturell tickt, dann kann ich einen Zugang zu ihm finden. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss auch nicht genaue Formulierungen kennen und so. Das ist ja oft ziemlicher Unsinn, was da gemacht wird, wenn sie so diese interkulturellen Führer für fremde Länder haben, dann sind da Anweisungen, machen sie es so und so. Aber warum, weiß ich nicht. Mhm. Also warum zum Beispiel muss ich Japanern meine Visitenkarte geben? Das und die dann ganz lange anschauen und sich drüber freuen, dass man die kriegt, ja? Ja, genau. Und da gibt es natürlich eine Erklärung. In Japan gibt es genaue Hierarchien, weil die Leute leben sehr eng auf engem Raum zusammen und die Bevölkerungsdichte ist sehr stark. Da braucht man natürlich viele Regeln und genaue Regeln, damit das Zusammenleben klappt. Das heißt, auch in einem Unternehmen hat jeder seine genauen Kompetenzen, nicht mehr und nicht weniger. Gleichzeitig haben sie als kulturellen Hintergrund vor allen Dingen auch den Buddhismus, der immer verlangt, dass man dem Gegenüber positiv auch entgegentritt. Da gab es ja vor einigen Jahren die Fußball-Weltmeisterschaft. Und Europäer liefen durch Japan und fragten, wo das Stadion ist. Und den Japanern war das teilweise sehr unangenehm, denn sie versuchten natürlich den Leuten, den Fremden zu helfen. Es gehört zu ihrer Kultur und wussten das dann selber nicht und haben die Leute aber dann irgendwo hingeschickt, nur um eine Antwort zu geben. Und genauso ist es. Sie waren nicht gewohnt, Nein zu sagen. Ja, genau. Und das würde man auch ungern tun. Und stellen Sie vor, Sie sind in einer in einem Wirtschaftsgespräch mit einem Japaner oder einer Japanerin und wollen natürlich immer mehr erreichen. Und derjenige versucht immer, ihnen auch zu helfen und Ja zu sagen. So, die Visitenkarte, auf der steht ganz genau, was derjenige darf, welche Kompetenzen er hat. Und das ist natürlich, um zu vermeiden, dass es zu so einer Situation kommt. Und nicht nur, weil man aus kultischen Handlungen sich da die Visitenkarten erreicht. Das ist ja Quatsch, da gibt es einen Hintergrund, wie bei allem. Wenn wir etwas kulturell machen, dann tun wir das nicht aus Blödsinn, sondern wir tun das, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, wir tun das, weil unsere Umwelt uns Aufgaben stellt. So, und das ist eben auch der Inhalt meiner Methode. Ich versuche Leuten, die ins Ausland gehen, oder also das sehen Sie auch auf der zweiten Folie, Praktikum, Urlaub, Arbeit, Studium im Ausland machen. Oder die zu Hause Gäste empfangen. Wenn sie Leute aus Syrien empfangen oder aus anderen Ländern, jetzt gerade, wo wir viele
Migranten, Flüchtlinge und so haben, dann sollten wir denen auch versuchen zu helfen. Und Sie sprachen von dem vergorenen Fisch. Haben Sie mal gekochtes Eisbein gesehen? Das ist für den Deutschen teilweise eine Delikatesse. Aber wenn man sich das mal anschaut, ohne deutschen kulturellen Hintergrund, dann ist dieses wabbelige, fette, ekelhafte Fleisch auf Sauerkraut durchaus gewöhnungsbedürftig. Und ja, also ich bin selber jetzt nicht so der Freund davon, vielleicht. Nee, ja. Ich auch nicht, aber es ist halt ein Teil der deutschen Kultur. Ja. Aber wenn ich jetzt Gäste einlade aus einem Land, in dem eine ganz andere Küche vorherrscht, dann ist es gut, wenn ich das weiß. Damit ich so Indien oder so, wo größtenteils vegan sogar unterwegs sind. Natürlich. Und oder wo ich aus religiösen Gründen, die ja auch meistens einen vernünftigen Hintergrund haben, bestimmte Dinge nicht esse. Ja. Und so ist es also für jeden, der zu Hause Gäste betreut und die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ist es super, wenn er zuerst weiß, wie der andere tickt. Aber man hat ja keine Zeit normalerweise. Sie können ja nicht erstmal wochenlang oder monatelang irgendwelche Studien betreiben. Eben. Und meine Methode soll eben helfen, dass Sie das relativ schnell hinkriegen. Das heißt, dann machen wir in medias res, springen wir rein. Ja, genau. Ich habe Sie ja gebeten, dass wir eine kleine, auch visuelle Tour machen dürfen durch Ihre Methode. Zuerst einmal, dass Sie das Konzept dahinter vorstellen und dann schauen wir auch einmal in ein paar dieser Kärtchen rein. Ja, das tun wir, würde ich auch sagen. Also die erste Frage eben, wer braucht das eigentlich? Das ist die zweite Folie bei mir. Und da sehen Sie, das kann eigentlich heutzutage jeder gebrauchen. Denn die Welt ist bei uns zu Gast oder wir sind auch in der Welt zu Gast. Wer heute den Computer anmacht, der surft auch weltweit. Und auch da ist es gut, wenn man die Hintergründe weiß, wenn man mit jemandem redet oder mit jemandem handelt, der am anderen Ende der Welt sitzt. Und da ist es dann ganz klar, die eigene Kultur und die andere Kultur, die sind für uns wichtig, wenn wir mit anderen Leuten reden. Denn wir reden dann immer interkulturell. Wir reden ja nicht innerkulturell. Das heißt, wir tauchen ja nicht in die andere Kultur direkt ein. Aber wir kommunizieren mit jemandem, der einen anderen Hintergrund hat. Und da muss man dann eben fragen, wie ticken die Leute denn kulturell? Augenblick mal. Kein Problem. So, wie ticken Leute kulturell? Und das sehen Sie auf der nächsten Folie dann. Wir haben eine Beziehung zu unserer Umwelt. Und alles, was die Umwelt uns in irgendeiner Weise als Aufgabe stellt, das bewältigen wir. Wenn es regnet zum Beispiel, dann machen wir irgendwas gegen den Regen. Zum Beispiel einen Regenschirm. Oder wenn es kalt ist, ziehen wir uns warm an. Wir bauen Häuser, je nachdem, wie unsere Umwelt uns das vorgibt. Also wir zum Beispiel bauen hier im Norden gerne mit Stein, und zwar mit Backstein, weil wir keinen Naturstein haben. In Japan baut man vor allen Dingen erdbebensicher und so weiter. Oh ja, oh ja, ja. Das heißt, oder zum Beispiel auch in Island, wo es ja auch zu Erdbeben kommt, da ist der größte Dom in Reykjavik aus Beton gebaut, damit er nicht im Notfall zusammenfällt. Und so reagieren wir mit allem, was die Umwelt uns bringt, mit Antworten. Und die kann man zusammenfassen als Kultur. Das heißt, wir haben eine Architektur, eine architektonische Kultur. Wir haben eine Essenskultur, die beruht darauf, dass wir natürlich das essen, was uns Flora und Fauna vorgeben. Und deshalb isst der Deutsche dann eben auch gekochtes Schweinefleisch. Und Japaner essen gerne Fisch. Wenn Sie in einem Land leben, das sehr viel und vor allem roh. Japaner essen gern roh. Da hat ja unsere Mägen sind ja da zum Teil dann schon allein darüber entsetzt. Ja, aber wenn Sie direkt an der Küste wohnen und Sie jeden Tag den Fisch direkt. Na, nicht nur Fisch, die essen als Gemüse roh, die essen alles roh. Ja, das stimmt. Ja. Auch das liegt natürlich an deren Landwirtschaft und so weiter. Ja. Und das haben Sie in vielen Ländern, dass das, was eben wächst oder was man hat, das benutzt man und so entsteht Kultur. Ja. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, gerade wenn jemand aus den Tropen kommt, dann ist er natürlich nicht gewöhnt, dass man alles in irgendwelche Aufbewahrungshäuser tut, weil er jeden Tag frische Ware bekommt. Ja. Warum sollte er die Bananen alle pflücken und monatelang irgendwo aufheben, damit sie schlecht werden? Ja. Blödsinn, macht er nicht, er isst es frisch. Ja, Fallbeispiel. Bei uns gilt, ich glaube, Orange auch nach 2 Jahren immer noch als frisch, wenn man sie dann verkauft.
Auch wenn sie dazwischen in irgendwelchen Lagerstätten gelagert waren. Genau. Die kann von einer Ernte, also die kann jetzt, haben wir 2016, die könnte aus einer Ernte 2014 sein und war in irgendwelchen Lagern und die würde heute als frisch verkauft. Das ist EU-rechtlich erlaubt. Ja, und fragen Sie mal Wahnsinn. Amerikaner, was sie dazu sagen. Ja, Die mein schütteln lieber nur den Scholli. Kopf. Ja, oder zum Beispiel Kohl. Wenn Sie Kohl ernten, dann wird er erstmal eingelagert und ein Jahr später Ja, in verkauft. Japan gibt es schon diesen eingelagerten Kimchi. Das ist Korea. Korea ist es. Okay, Ja. sorry. Schauen Sie, ja, Sie sind natürlich da ein bisschen anders drin in der Materie, ja? Ja, ich habe natürlich ganz Ist aber viele ähnlich wie Länder. Sauerkraut, oder so im Prinzip. Ja, aber es schmeckt etwas anders, aber sehr interessant und auch gar nicht so ungesund. Er ist einer der gesündesten östlichen Speisen, die man zu sich nehmen kann. Eben, genau. Aber so habe ich natürlich aus vielen Ländern, wir haben, als wir die Methode getestet haben, haben wir das ausgiebig getan. Und das also nicht nur mit Essenskultur, auch mit natürlich zum Beispiel Kleidung, das ist ja auch Kultur, ein Teil unserer Kultur. Und wir haben ja die sogenannte Zwiebelkleidung, was ja auch kein Wunder ist. Ja, Es es ist regnet, so. dann ist es warm, dann ist es wieder kalt. 9 Monate im Jahr oder 10 Monate im Jahr haben wir es ja tendenziell kühl bis kalt. Ja, aber es schwankt auch stark. Und deshalb haben wir eben Zwiebeln, sonst könnten wir einen dicken Pelz anhaben. Inuit zum Beispiel haben in der traditionellen Kleidung natürlich einen dicken Pelz, weil es immer kalt ist. Oder jemand, der in einer sehr warmen Region ist, der hat natürlich ganz wenig verschiedene Kleidungsstücke, sondern ein Kleidungsstück, das für die regelmäßige Temperatur genug ist. Stichwort Und wir, Badehose. ja, mein Lieber, wobei eine Badehose in den Tropen ist auch wieder, oder wo es zu warm ist, natürlich auch nicht korrekt, weil Nee. dann holt man sich einen Sonnenbrand. Das ist der Ja. Grund, warum viele Leute in warmen Gegenden so eine Ganzkörperkleidung haben, denn Genau. die Sonne kann ja auch schädigen. Da ist vielleicht auch Und die Burka, hat da vielleicht eine andere Geschichte, ja? ja, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass wir auf alle Antworten, auf alle Fragen, die die Umwelt uns stellt, eine Antwort haben. Früher war es so, da war das oft die Religion, die das gemacht hat. Heutzutage nennen wir das Wissenschaft, aber im Grunde ist es immer noch das Gleiche. Und wenn Das wir uns... ist ein wunderbarer Vergleich, Herr Engelbrecht, ja? Ja, aber Manche schauen Sie... nehmen die Wissenschaft heute als Religion und als allwissend, ja. Ja, Wissenschaft ist zumeist der letzte Stand des Irrtums. super. Ja, genau. Ja. Ein sehr schöner Spruch, den muss ich mir merken. In jedem Fall ist es Wahrheit, sage so. ich dazu nur. Ja. Ja, ist klar. Aber wir wollen ja keine Wissenschaftsdiskussion jetzt anzetteln. Nein, nein, nein. Nächstes In Mal. jedem Fall reagieren wir auf die Umwelt und auf das, was uns umgibt, mit Kultur. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Anforderungen, die auf uns zukommen. Das eine, das nenne ich die non-humanen Faktoren. Das ist zum Beispiel Geografie, Geologie, Klima, Wetter, Flora, Fauna. Das sind Dinge, die auf uns von außen kommen. Das zweite, das sind die humanen Faktoren. Und da geht es eben um das, was unsere Gesellschaft uns vorgibt. Das heißt zum Beispiel unsere Bevölkerungsdichte, unsere Geschichte, unsere Religion, unsere Politik, das Miteinander. Das sind die humanen Faktoren, die uns auch beeinflussen und unsere Kultur beeinflussen. Und also zum Beispiel sehr schön die Bevölkerungsdichte, das können wir nachher nochmal im Einzelnen uns anschauen. Wo viele Menschen zusammenleben, haben sie andere Regeln als da, wo nur wenige miteinander auskommen müssen. Okay, Stichwort Island, ja, haben wir schon gehabt, ja. Ja, oder Schweden zum Beispiel. Schauen Sie sich Ja. in Schweden an, da gibt es eine Regel, sei zu jedem vernünftig, nicht zu laut, nicht zu schwach. Die haben ein eigenes Wort dafür. Das heißt lagom. Das heißt nicht zu viel, nicht zu wenig. Stellen Sie sich vor, in Schweden vor 300 Jahren, Sie haben einen Bauernhof. Der nächste Bauernhof ist 20 Kilometer entfernt. Wenn Ja. Sie sich mit dem Nachbarn gestritten haben und mitten im Winter Hilfe brauchen und der sich nicht mehr mit Ihnen unterhält, dann haben Sie ein echtes Problem. Ja. Da müssen Sie mit dem anderen immer ein Verhältnis haben, ein bisschen distanziert, aber nicht so viel. Wenn Sie dagegen in Frankfurt am Main wohnen oder auch vor 500 Jahren in Köln, haben Sie so viele Nachbarn, selbst wenn Sie sich mit 10 Nachbarn gestritten haben, Es gibt können einen Sie mal, Elften. ja, da können Sie immer noch Eier und Mehl leihen.